Von daher gehen wir doch einfach mal von hinten drauf im Devil Trigger. Den benutzen wir einfach viel zu selten dafür, dass der so unglaublich mächtig ist. Autsch. Na komm, willst du was, ha? Kriegst du was? Haha, in your face, Bridge. Bridge. Die arme Brücke. Ich bin dumm. Das Atmen ist nicht länger schmerzhaft. Das Giftgas scheint nicht in diesen Bereich vorzudringen. Alles klar, Dante. Du hast jetzt keine AIDS mehr in den Lungen, von daher springen wir ein bisschen. Bing. Bing. Oh, da, fuck it. Ja, und da oben hin. Sehr gut. Fraps neu starten. Grr, mich regt das ernsthaft immer noch auf, dass ich das vorhin vergessen habe. Die ganze Zeit durch zu... ich bin schon da draußen. Dass ich vergessen habe, dass ich die ganze Zeit am Aufnehmen war. Die ganze Zeit durchgehend. Tut mir ernsthaft leid und ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Jetzt sind wir, glaube ich, schon wieder... Wo sind wir jetzt? Oben im Schloss Fortuna? Oder... Nee, doch. Durch die Vernichtung seiner Quelle ist die magische Eisbarriere geschmolzen. Ja, wir haben ja die hässliche Kröte gekillt. Es scheint so, als könnten sie jetzt das Schloss verlassen. Cool, das Opa, der da ziemlich kaputt ist. Dann springen wir nochmal hier runter. Und nehmen uns hier mal ein paar rote Kugeln mit. Ach komm, ist doch jetzt auch scheißegal. So viele Sterne brauchen wir ja gar nicht. Von daher geht's einfach mal weiter. Wir haben ja, glaube ich, noch einen M-Stern und zwei S-Sterne. Das reicht soweit. Das Tor von Schloss Fortuna. Erinnert mich echt sehr an den Anfang noch. Als wir mit Nero hier hingekommen sind und dann auf Gloria, beziehungsweise die sich ja später als Trish herausgestellt hat, also die Assistentin von Dante, als wir auf die getroffen haben. Getroffen sind. Nee. Deutsch. Und ab dafür. Also wir müssen aufpassen, die Viecher hier sind so Flammenhunde, sind jetzt eine neue Gegnerart. Autsch. Ja, und da habe ich mich schon wieder in die Falle locken lassen. Autsch, und sie können auch im Nahkampf einen anspringen. Das ist dann ebenfalls nicht gerade so schön. Autsch. Ach, der war schon tot. Ich wollte so eine schöne Gilgamesh-Kombo noch raus und dann ist der einfach tot. Das geht ja auch nicht. Mann, Mann, Mann. Und da schreibt mich gerade einer in Steam an. Nee. Da bin ich doch gerade am Aufnehmen und dann schreibt mich einer wegen Team Fortress 2 an, ob ich aushelfen könnte bei einem Match. Mache ich schnell die Mission fertig und dann schaue ich mal, ob die dann noch suchen. Let's see, let's see. Komm. Zack. Und weiter geht's. Kurz Traps erneuern. Zack dafür. So, dem Hund sind wir ausgewichen. Den haben wir eins aufs Maul gegeben. Da es keine... Autsch. Da es hier ja auch keine rote Barriere gibt, können wir eigentlich die ganzen Hunde auch auslassen. Aber den da einen... Genau, den wollte ich noch killen. So, und wir rennen ganz einfach mal weiter. Ist ja eh scheißegal. Tschüss, ihr Hundis. Nope.
Schneeverschneite Ebene. Das ist immer so doof, wenn man irgendwas sagen will, was irgendwie halbwegs intelligent klingt, dann zwei Wörter vermischt und man dann als totaler Trottel dasteht, ne? Bäh. Ekelhaft, sowas. Was gibt's denn da oben? Da habe ich, glaube ich, noch ein paar rote Sellen gesehen. Also, da haben wir welche. Egal, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Soweit ich das jetzt im Blickfeld habe, müssen wir gleich noch gegen Berial kämpfen. Also den Feuerdämon in dieser Stadt, gegen den wir auch kämpft hatten, als wir noch Nero da haben. Aber erst noch eine kleine Cutscene mit dem Erlöser. Wish you would have noticed me earlier. Now my coat's all charred. The infamous son of Sparta. I will avenge my compatriot slain by your sword. Alles klar, hey Berial, wir haben uns lange nicht mehr gesehen, von daher schauen wir mal, was er jetzt im Nahkampf gegen uns tun will. Er will uns schlagen, der Penner. Du Hure. Jetzt blockt er. Autsch, ich wollte doch gerade eine Gilgamesh-Kombo machen, weißt du, du bist so unfair, Berial. Sehr schön. Und da gibt es jetzt eine schöne... Autsch, natürlich. Jetzt will ich aber mal eben meine Combo durchbringen, bitte. Autsch. Das tut weh. Egal, dafür haben wir ihn auch schon halbtot. Berial ist eigentlich jetzt nicht so der starke Gegner. Autsch. Und schon wieder so eine hässliche Explosion. Jetzt hat er seine komplette Flamme wieder. Dem haben wir gedodged. Und, also von vorn angreifen ist jetzt nicht so das, was wir tun sollten. Autsch. Oh ne, jetzt kommen diese hässlichen Flammen. Das ist das Schwierigste an Berial eigentlich, wenn man gegen ihn mit Dante kämpft. Nämlich diese hässlichen Flammen, die er in den Boden schickt. Den man so extrem schwierig dodgen kann. So, nehmen wir, oh, wir haben nur noch jetzt einen Stern. So, damit haben wir die einen Flammen draußen. Autsch. Da schätze ich, kann man mit dem Table Hopper, also mit dem Skill, den wir damals mit Dante, mit Nero hatten, kann man da bestimmt ziemlich gut dodgen. Jetzt gehen wir bitte drauf hier. Dankeschön, Berial. You can stay and die. Or you can walk your ugly ass back through that gate. It's your call, pal. I've retreated once and will not do so again. That's a letdown. I was hoping for a bit more than just a few sparks.
looks so big from where I'm standing. Now it's just you and me, Mr. Savior. Lucifer. Eine neue Waffe für uns, und zwar eine Nahkampfwaffe, beziehungsweise, also besser gesagt, eine neue dämonische Waffe. Lucifer, diese höllische Waffe, ruft eine endlose Zahl explodierender Klingen herbei, die drohend in Luft schweben. Lucifer-Kombo, oh, drücken Sie am Boden Y, 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 Y... Positionieren Sie Schwerter um sich herum, um Gegner mehrfach zu durchbohren, ein vernichtender Angriff ohne Ende. So, dann machen wir den Devil-Trigger mal aus. Und das ist jetzt Lucifer, die letzte Waffe, die man in Devil May Cry findet. Und so kann man halt die normale Kombo machen. Das sind eben diese Speere, die mit der Zeit dann explodieren bzw. verschwinden. Und man kann dann zum Beispiel auch neu arrangieren. Und kann dann auch zum Beispiel nach vorne schicken. Und wenn man halt Gegner hat, werden die dann die Gegner durchbohren. Man kann auch zum Beispiel die Rose werfen hier und die aktiviert dann alle Speere. Oder zum Beispiel macht zwei Angriffe und setzt dann viele. Die kann man natürlich auch wieder umarrangieren, wie ihr seht. Ist eine extremst coole Waffe, die ich euch im nächsten Teil dann auch zeigen werde. Und wir müssen da hinten raus. Lucifer ist auf jeden Fall eine Waffe, die ich sehr gerne mag. Und das werden wir alles im nächsten Teil sehen. Bei Let's Play Devil May Cry 4. Leute, danke, dass ihr vorbeigeschaut habt. Und ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer Seeker, macht's gut. Ciao.